Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Scharfschützen-Herausforderung Nummer 7 machst. Hier musst du einfach nur 7 aufeinanderfolgende Kopfschüsse erzielen. Also das bedeutet Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss und das 7-mal. Das bedeutet, wenn du einmal zum Beispiel am Bein triffst oder irgendwo an der Brust, dann fängst du wieder von vorne an und musst wieder 7 aufeinanderfolgende Kopfschüsse erzielen. Das ist ganz einfach. Also du kannst das mit dem Dead Eye machen oder du machst das einfach mit einem Scharfschützengewehr. Also ich mache das jetzt einfach mit einem Scharfschützengewehr ohne Dead Eye sogar. Und auf der Karte, also hier nochmal ein ganz wichtiger Tipp, wenn du die Story schon durchgespielt hast, dann findest du hier noch Wachen, hier gibt's noch Gegner, also da findest du noch Gegner. Natürlich kannst du auch in ein Dorf fahren, also das kannst du auch. Du fährst in ein Dorf, erschießt dort ein paar Leute, aber du bekommst halt Kopfgeld. Du bekommst Probleme mit den Rangern und deswegen kannst du es am besten einfach bei den Gegnern machen. Solltest du in der Story spielen, dann brauchst du dir überhaupt keinen Aufwand machen. Ich würde einfach zu einer Mission fahren, die Mission anfangen und dort einfach die Kopfschüsse verpassen. Also einfach nacheinander. Und wenn du nicht so gut schießen kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall zu Dead Eye raten. Wenn die Anzeige leer ist, drückst du einfach L1, dann R1 und dann hast du hier, ich habe jetzt leider nichts mehr da, hier rechts. Da gibt es Tabak zum Beispiel, da gibt es Schlangenöl und die Sachen kannst du auch im Gemischtwarenhandel und beim Arzt kaufen und auffüllen. Wenn du ein bisschen Challenge willst, so wie ich, dann kannst du das auch einfach mit einem Scharfschützengewehr machen. Also das geht auch. Ein bisschen geduldig sein. Wenn es zu schwierig ist, kannst du natürlich auch Dead Eye benutzen. So, das waren 4. Und du musst nicht alles auf einmal machen. Zum Beispiel, hier sind jetzt nur noch Bürger, die will ich nicht töten. Deswegen gehe ich ein bisschen weiter. Also, du kannst dir Zeit lassen. Sie müssen einfach nur aufeinanderfolgend sein. Das ist alles. Ja, am einfachsten ist es natürlich mit Dead Eye. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen eingedeckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das schwer war ohne Dead Eye. Ja, hier schön eingekauft, kostet nicht viel, gönn dir. Dann zack, wenn du zum Beispiel Kautabak isst, klick, dann lädt er einfach wieder Dead Eye auf. Also sehr, sehr praktisch auch für weitere Herausforderungen. Denk dran, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns bei der nächsten Herausforderung.